Guido Ganser vom DRK Kaltenkirchen. Wir befinden uns hier gerade in Neumünster bei den Holstenhallen, wo wir glücklicherweise die Einsatzfahrzeuge bzw. die Privatfahrzeuge unserer Einsatzkräfte abstellen dürfen, weil aufgrund der aktuellen Wetterlage auch der letzten 3 Tage es uns nicht möglich ist, alle auf den Parkplatz zu schleifen, den wir vor Ort zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und daher fahren alle unsere Einsatzkräfte seitens DRK, Johanniter, Malteser Hilfsdienst und allen anderen Hilfsorganisationen aus Deutschland, die hier mitwirken dürfen, hier diesen tollen Platz an, damit wir hier mit Shuttlebussen, die uns zur Verfügung gestellt werden, jede einzelne Einsatzkraft zum Wacken-Festival hinbringen können, damit wir dort für euch da sein können. Wir sind dankbar, dass wir hier in Neumünster sein dürfen, weil Neumünster uns einfach die Infrastruktur bietet, sei es flächenmäßig oder auch vom Straßennetz, dass alle unsere Einsatzkräfte aus allen Himmelsrichtungen sehr gut anreisen können und wir auch hier die Straßen nutzen können, um einfach auch Richtung Wacken in den verschiedensten Richtungen hineinfahren zu können. Und natürlich auch einen besonderen Dank an den Oberbürgermeister der Stadt Neumünster, der uns dieses hier auch wirklich zur Verfügung gestellt hat, wodurch wir halt hier auch einen sehr großen Mehrwert für unsere Einsatzkräfte erarbeiten konnten.